Moin, na, willkommen zurück zum Key Sanity Randomizer. Hier ist wieder der Maddie und es ist einfach viel zu warm. Für alles. Tja, so ist das Leben manchmal. Minerva hat auch keinen Bock mehr. Habe ich eigentlich ein Schwert? Nee, habe ich nicht. Ich wollte doch da oben lang. Richtig. Bringen wir die Schildkröte mal ins Tor hier. Wir haben ja eine Menge Sachen, die wir machen können. Eigentlich. Aber eigentlich eher auch so nicht. Ach, das ist ein schlechtes Loadout, was wir hier haben. Finde ich. Ich finde, da könnte man theoretisch noch ein bisschen mehr machen. Da könnte man eigentlich auch mehr kriegen. Könnte man ein Schwert haben oder sowas. Ja, da muss ich nicht einfach so... Komm, jetzt stehen die Jungs alle im Weg hier. Dabei muss ich doch einfach nur easy peasy hier langlaufen. Kann man da eigentlich auch besser hinkommen? Muss man immer da so links lang und dann da raufklettern? Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das hier ist die einzige Möglichkeit. Aber ich bin mir unsicher. Vielleicht geht's auch besser. Vielleicht gibt's auch irgendwo anders einen Weg lang, der viel einfacher ist. Das kann ich jetzt gerade auch so nicht sagen. Keine Ahnung. Guten Morgen. Willkommen im Würstchentempel. Der ist schön, ne? Ja. Nehme ich überhaupt auf? Is this thing on? Yes. Okay, Leute, dann möchte ich mal, dass ihr mir die Daumen drückt, dass hier was Gutes bei rumkommt. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Shigi hat auch immer den Mund auf. Ne? Man sagt ja auch so über Leute, die die ganze Zeit den Mund aufhaben, gewisse Dinge. Und die stimmen auch, meiner Meinung nach. Small Key to Turtle Rock. Okay. Das ist cool. Das ist cool. Dankeschön. Eieiei. Ich habe gestern war Livestream und habe ich gefragt, was ist denn für ein Maddie ein schlimmer Dungeon? Und alle Leute haben gesagt Turtle Rock. Turtle Rock ist nicht so schlimm, wenn man ein Schwert hat. Habe ich eigentlich den... Kann ich hier gucken? Warte mal. L1. Nee. H? Hyrule Catacombs? Oder was soll das heißen? Was soll das heißen, Junge? Ich glaube, ja. Bin ja jetzt schon wieder auf 0815 angepolt, ne? Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ich heute viel lustig bin. Also irgendwie... Ja, danke. Compass of Swamp Palace. Das ist doch schön. Das fühlt sich so ein bisschen an wie Aufräumen hier. Ich finde, das ist so... So ein Key Sanity Randomizer ist so wie Aufräumen, bevor man umzieht. Man findet so viele Sachen wieder. Packt die alle so zusammen, nimmt die mit. Und dann denkt man sich, oh Mann, das habe ich ja auch noch. So wie ich irgendwann mal mein großes The Who-T-Shirt wiedergefunden habe. Das war ein guter Tag für mich. Das habe ich immer zum Sport benutzt. Weil das ist irgendwie XXL. XL oder XXL, weiß ich nicht. Also ist auf mir jedenfalls drei Nummern zu groß. Da fand ich immer witzig. Vor allem, man will ja beim Sport auch nicht so gut aussehen. Ich meine, bei Frauen ist das anders. Sie ziehen sich da immer so hautenge Sachen an, ne? Aber eigentlich auch nicht. Eigentlich auch Unsinn. Man kann ja theoretisch so ein riesiges, super fettes T-Shirt haben, wo man da einfach reinschwitzen kann, wie man lustig ist. So mache ich das zumindest. Dann sehe ich so ein bisschen aus wie Tante Robin, aber ist okay. Ist okay. Kann ich akzeptieren. 5 Rubine. Jetzt wird es langsam persönlich hier. Jetzt wird es langsam persönlich. You need a boat to get past Red Igor. Yes, I know this, Zahashralla. I know this. Aber im Endeffekt, oh, guck mal hier. Die Fee will nicht mitkommen. Die Fee bleibt. Ist in Ordnung, Fee bleibt. Ohne Fee ist das auch besser. Wir müssen unbedingt den Strudel mit ins Zora-Reich nach oben rechts nehmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Problematisch an der Geschichte nur, wir sind einfach viel zu viel... Der Dämon spricht nicht... Ja, okay. Wir sind einfach viel zu arm. Theoretisch brauchen wir mehr Geld. Nicht nur theoretisch, wir brauchen definitiv mehr Geld. Aber hier haben wir noch eine Kiste, die wir abholen können. Dann machen wir das doch. Joa, da ist da links. Na? Hi. Okay, jetzt machen wir mal hier. Jetzt machen wir mal Speedrun-Strats. So viel Speedrun ist das nicht. This is a small key to misery, Maya. Okay. Ja. Dann sind wir hier jetzt fertig, oder wie sehe ich das? Ja, hier können wir jetzt nichts mehr machen. Wir haben ja den großen Schlüssel hierfür nicht. Tja, ne? Das ist ein bisschen doof. Na? Was geht, Jungs? Ich weiß gar nicht, wo das ist. Und ich habe hier Fenster auf, Leute. Es ist mir auch einfach egal. Es ist mir auch einfach egal. Manchmal muss man hier auch Fenster aufhaben.
So, wo wollen wir denn jetzt hin? Mulms Haus und dann unten beim See irgendwie gucken, dass wir da hinkommen. Glaube ich, dass das so richtig ist. Kann ich eigentlich schon irgendeinen dieser Teleporter in die Schattenwelt nutzen? Nee, ne? Dafür brauche ich entweder einen Hammer oder hier diese Handschuhe. Habe ich ja beides nicht. Oh. Ich finde übrigens, dass so laute Maschinen einfach verboten werden sollen. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Auto, was Homer Simpson gebaut hat. In der Folge, wo er zu seinem Halbbruder geht. Das ist auch ganz komisch, dass sie das als Kanon gemacht haben, ne? Nie wieder hinterher aufgetreten. Einmal gibt es eine Folge, wo die so ein Babyfon bauen. Aber danach, ich glaube, der kam nie wieder vor, oder? Bin mir unsicher. Vielleicht kam der ja vor. Ihr habt ja wieder voll die Ahnung. Aber Maddie nicht. So, hier wollte ich hin, genau. Siehste mal. Dann rennen wir mit der Schildkröte hier oben lang. Das ist auch gut, dass wir Shigi haben. Ansonsten hätte das hier alles nicht funktioniert. 5 Pfeile plus und ein Schwert. Das ist schon mal gut. Ein Schwert ist in Ordnung. Dann können wir wenigstens uns ein bisschen wehren. Ich finde, dieses erste Schwert wirkt einfach auch so ein bisschen lächerlich. Aber man kann Sachen damit kaputt kriegen. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Ich wäre das Gefühl nicht los, dass jetzt Sora uns gute Sachen gibt. Nein, da oben sind die Krafthandschuhe, Bitches. Die holen wir uns jetzt. Oh, yes. Oh, yes, oh, yes, oh, yes. Danach Heras Turm, würde ich sagen, oder? Ja, das klingt nach einem Plan. Ich werde jetzt nicht mit dem Zora reden. Das müssen wir uns auf die lange Bank schreiben. Also, Zora kriegt noch Geld von uns. Vielleicht hat er ja die großen Krafthandschuhe, das weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, 250 Euro zu sammeln. Eine Spende, bitte! Eine Spende! Nee, meine ich. Da gehe ich lieber woanders hin. So, nehmen wir das jetzt mal mit. Da freut der Shigi sich. Shigi freut. Shigi glücklich. Shigi Erde. Mulm! Aber wie sieht das denn aus? Ich wollte eigentlich ins Sanctuary, aber ich war so ein bisschen verwirrt. Ne, dann kann ich es euch ja nochmal zeigen. Was ist da los mit Shigi? Was ist da mit dem Shigi los? Ja, stimmt. Der hat ja keinen Daumen auch, ne? Dann ist das ein bisschen schwieriger für den Shigi-Boy. Ihr redet gar nicht mit mir, ne? Gebt mir auch nicht irgendwie Tipps oder so, wo die Silberpfeile sein können, die ich ja schon habe. Aber trotzdem, könntest du es nochmal sagen? Nur so aus Spaß. Okay. Nee. Rechts lang. Deswegen bin ich jetzt Sanctuary rausgekommen. Ah, ich habe hier Kaffee. Ein Kaffee ist im Sommer einfach auch keine gute Idee. Vor allen Dingen in so einem Sommer wie jetzt. Und das Dumme ist einfach, dass unsere Gesellschaft gar nicht darauf vorbereitet ist, so viel Hitze auszuhalten. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage. Aber da, wo ich herkomme, hier in Wilhelmshaven, ist es so, das Kraftwerk läuft nur noch mit 3/4 Leistung, weil die nicht genug Kühlwasser haben. Geil, ne? Das heißt, wenn es ganz schlimm läuft, dann fliegt denen das alles um die Ohren. Nur weil es irgendwie mal eine Woche lang 35 Grad sind. Naja. Das kann man so sehen, kann man auch anders sehen. Hört ihr eigentlich die lauten Autos hier im Hintergrund? Das ist unerträglich. Das ist echt unerträglich. Aber das Asozialste sind einfach die Leute, die immer so hupen müssen. An der Ampel. Wenn jemand 3 Sekunden nicht losfährt... Oh, miep, 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 miep. Neulich war da so eine... Da hat sich hier die Straßenbahn... Die kann manchmal nicht weiterfahren, weil irgendwas mit den Weichen nicht in Ordnung ist. Und die stand dann einfach halb auf der Straße. Und war theoretisch dann ein Hindernis für die eine Spur. Und der Mann, der da vorne war, der hat dann natürlich... Der ist natürlich nicht gefahren, ne? So wie es sich gehört. Aber der hinter ihm hat einfach gehupt wie so ein Bekloppter. Von wegen, fahr doch, vor allen Dingen, weil die Gegenseite grün hatte. Das sind die ganze Zeit auch so lang gefahren. Und dann denke ich mir immer, Mann, ey. Oh. Ich bin manchmal froh, dass es keine Flugautos gibt. Stell mal vor, die gleichen Leute, die da sich schon auf der Straße daneben benehmen, wären dann in der Luft unterwegs. Dann wäre ich doch meines Lebens nicht mehr sicher. Dann würden wir alle umkommen. Das schwöre ich euch. Alle. Immer den Ego-Trip fahren. Aber ich habe ja schon oft über so Verkehrssünder geredet, auch über so asoziales Verhalten vom Stau, irgendwie nochmal rausfahren bis zum Einschneidepunkt und dann... Ja. Das gehört sich nicht. Das ist immer schön hier, finde ich.
Das ist immer so jeder Moment, der Moment im Randomizer, wo mir dann das Herz aufgeht. Ein Kompass für Turtle Rock. Ja, der Turtle Rock, der winkt, würde ich sagen, ne? Guck mal, da darf ich noch nicht mal rein, weil der kleine Jaspis-Vorsteher hier erstmal im Weg stehen muss. Okay. Jetzt hauen wir mal rein und machen mal mein Lieblingsstückchen. Eine Zeitverschwendung sondergleichen, sage ich jedes Mal. Aber man muss es machen. Man muss zumindest einmal abchecken. Wäre das ein Rennen, würde ich es einfach mal klemmen. Und weil ich nicht wüsste... Naja. Okay. Naja. Okay, jetzt müssen wir hier nämlich hoch. Lalalalala. Es ist so nervig. Es ist so verdammt nervig. Für 50 Rubine, jawohl. Schön. Dieser Aufstieg hier ist so gefährlich. Sagt mir das Ding was? Use the mirror or the hookshot and hammer to get to Tower of Hera. Ja. Ja, das sind ja so die Infos, die man kriegt, weil man weiß, dass Tower of Hera immer eine der Sachen ist, die man ganz am Anfang machen kann. Weil man dafür auch nichts braucht. Man muss irgendwie nur darauf kommen. Dafür brauchst du, wie gesagt, eins von diesen Dingern, die du da gerade erzählt gekriegt hast. Ja, ja. Aber Hookshot haben wir ja nicht. Oh Mann. Hookshot haben wir ja nicht. Flip. Ich würde am liebsten jetzt so wieder ins Bett gehen. Das ist das Wetter. Und der Rücken tut dann irgendwann weh. Und seid ihr eigentlich auch so wetterfühlig? Das ist keine schöne Sache. So wetterfühlig sein ist nicht cool. Ich wäre gerne nicht wetterfühlig. Okay, war hier nicht irgendwo so eine Fee? Meine doch, oder? Heute nicht. Heute nicht! Was sagen wir dem Feengott? Heute nicht. Heute nicht! Was ich nicht verstehe ist, warum man diese Schriftzeichen hier lesen muss, um das Schwert in die Luft zu halten. Ich meine, das hätte ich wahrscheinlich als Link einfach mal so versucht. Aber oder muss er da irgendwelche magischen Worte sprechen? Okay, ich habe die Fackel. Das heißt, da kann ich das jetzt hier machen. Das vergesse ich immer. Das ist sowas, was ich immer vergesse. Ich sage immer, der Turm sei nicht voraussetzungsreich. Aber das ist vollkommener Blödsinn. Okay, Leute. Das haben wir hingekriegt. Yes. Ich freue mich drauf. Jetzt haben wir den großen Handschuh und das heißt, wir können jetzt in die Schattenwelt. Yeah. Da warten wieder allerhand Gefahren auf uns. Allerdings auch Beute und Mädchen. Deswegen, kann man mal machen. Ein besseres Schwert, tolle Wurst. Kann ich denn da oben jetzt hin? Ich meine, ist mir eigentlich egal. Wenn wir jetzt den großen Handschuh haben, dann juckt. Okay, da, ich kann hier einfach gar nicht mehr weitermachen. Ist in Ordnung. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Das dauert übrigens so lange, weil man eigentlich alle Dungeons hier definitiv... Ich sag's ja jedes Mal, du musst ja beim Randomizer irgendwie alle Dungeons parallel machen. Und da habe ich gemerkt, das musst du eigentlich nicht. Weil du immer wieder eigentlich durch einen Dungeon durchkommst und dann war's das. Hier jetzt aber, bei so einem Key Sanity Randomizer, wo du dann überall alle Schlüssel überall kriegst, da ist es dann doch so, dass du alles gleichzeitig machst und das ist nicht so toll. Tod oder Liegestütze? Du kannst es dir aussuchen. Okay, da rechts kann ich nicht rein, weil ich dafür die Stiefel brauche. Das vergesse ich auch immer. Mhm. Und die kommen alle hinterher. Aber sie wissen nicht, dass der Maddie... Der Maddie, der hat eine Idee. Der Maddie. Der weiß genau, wie das geht hier. Warte mal, unten lang war... Das muss ich jetzt nochmal... Okay, unten war mit Stein. Zack. Yay. Siehst du mal, ich gehe mal davon aus, dass wir relativ fix jetzt den Hammer oder den Hookshot kriegen werden. Relativ fix. Wie sieht's eigentlich aus mit großem Schlüssel Thiefstown hier? Haben wir den? Ist das 3? Die 2. 2, die 2. Die 2 haben wir. Ja, cool. Ist Folge 3 wieder, ne? Ja. Also wenn Maddie nicht in Folge 3 in Thiefstown gewesen ist, ist das auch kein richtiger Randomizer. Das habe ich auch schon mal gesagt. Das muss ja eigentlich irgendwas sein. Moin. Ja, ja, ich weiß. Gut, so hier. Eins und... Die Stille.
Ich liebe diesen Sound. Oh, gut, dass ihr mich gerade nicht seht. Ich, kennt ihr das, wenn ihr so die Augen halb auf habt und es eigentlich 12 Uhr mittags ist, aber ihr eigentlich schon vollkommen fertig seid für den Tag? Ja, ist bei mir gerade so. Ich meine, es hat heute Morgen geregnet, aber auch nicht genug. Da könnte es eigentlich auch mehr geben. Ich meine, ja gut, das ist ein bisschen pinzig jetzt, ne? Aber komm, je mehr Regen, desto geiler. Bams! Have a truly awesome day. Ich find's cool. Ich glaube, im Original steht da auch noch Vorsicht vor Dieben in der Stadt. Ich meine, na gut. Es sieht ein bisschen danach aus, ne? Gehst ja auch nicht an so einen Platz in Neapel und denkst dir, ja, ja, ich gebe irgendjemandem mal meine Brieftasche. Wird schon nichts passieren. Mach's ja nicht. Mach's ja nicht. Da wär's ja auch schön blöd, wenn du sowas machen würdest. Ich weiß auch nicht, ob ich genug Schlüssel für Thiefstone habe. Das gehört ja auch nochmal mit zu meinen Bedenken. Ning, 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 ning. Komm mal mit, Junge. Hallo, ich bin ein Frosch. Und ich kann ganz schön tanzen, wenn du möchtest. Kann ich den eigentlich überall mit hinnehmen? Irgendwo rein, in einen Dungeon oder so? Mit Zwerg. Das ist wahrscheinlich irgendwas, was nie jemand versucht hat. Aber eigentlich kämpft er so mit. Und dann bist du eigentlich total aus dem Schneider dann. Kann hier keiner mehr was. Gut, das super Minigame da rechts kann ich nicht machen, weil mir ein Hammer fehlt. Hallo. Ja, ich weiß. So, jetzt wieder zurück, wieder hin und fertig. Dass sie alle so Herzchen an den Türen haben, ne? Da denke ich immer an ein Klo. Ein Schlüssel für Turtle Rock, oh ja. Ist natürlich toll, dass ich hier mit Schlüsseln so beworfen werde. Okay, nimm das mal mit. Und ich bring das beim nächsten Mal weg. Macht's gut, tschüss, tschüss.